haben. Herzlich willkommen bei Mrs. Florin. Mit uns gibt es heute ein leckeres Frühstücksrezept, denn wir zeigen euch fluffige Pancakes. Mit Buttermilch und Joghurt. Die sind einfach und schnell zubereitet und schmecken traumhaft. Wir zeigen euch nun, wie das geht. Als erstes schlage ich zwei Eier mit einer Prise Salz in einer Schüssel auf. Prise Salz. Als nächstes geben wir die Buttermilch dazu. Dazu gebe ich noch den griechischen Joghurt. Die flüssige Butter geben wir nun dazu. Und rühren. Das Mehl mische ich mit einem Teelöffel Backpulver und einem halben Teelöffel Natron. Wenn ihr kein Natron habt, verwendet einfach dieselbe Menge an Backpulver und ein halber Teelöffel Natron. Ich süße die Pancakes mit 3 Esslöffel Ahornsirup. Anstelle von Ahornsirup könnt ihr natürlich normalen Zucker verwenden oder Honig, was ihr gerne habt. Und als letztes geben wir das Mehl mit dem Backpulver und Natron dazu. Jetzt darfst du es so reinmachen und Mami rührt kräftig. Bevor wir die Pancakes machen, lassen wir den Teig noch für 10 bis 15 Minuten quellen. In einer Bratpfanne erhitze ich Kokosöl oder ihr könnt auch Bratfett verwenden. In die Pfanne gebe ich 2 Esslöffel Teig. Die Pancakes backe ich von jeder Seite für 2 Minuten goldbraun. Als Variante könnt ihr in den Pancakes-Teig noch ein paar Früchte geben. Die Pancakes auf die gewünschte Höhe stapeln. Mir reichen jetzt mal 3 Stück und ich garniere die Pancakes jetzt nochmal mit Joghurt. Gibst du mir Heidelbeeren drauf? Und jetzt tun wir es noch mit Ahornsirup beträufeln. Mmh. Je nachdem, wie süß man die gerne hat, kann man mehr oder weniger drauf machen. Jetzt freue ich mich, das Ganze zu probieren. Und die sind super luftig. Ich liebe Kuchen, aber Frühstücken tue ich genauso gern. Und mit so leckeren Pancakes, da steht jeder gerne auf. Rezept für die Pancakes findet ihr wie immer auf meinem Blog www.mrsflori.com. Ist unten verlinkt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.